für 100.000 Abonnenten. Ich bin super glücklich. Dazu wird aber noch ein extra Video kommen. Und ja, ich wollte einfach nur noch mal kurz Danke sagen. Nicht, dass ihr denkt, ja, ich habe es irgendwie nicht mitbekommen oder so. Die, die mir auf Twitter folgen, die waren nur so ein bisschen dabei, als ja, ich die 100.000 geknackt habe. Das war auf jeden Fall sehr schön. Also liebe Grüße an euch alle. Und ansonsten, was soll ich sagen? Genau, das Video, was ich jetzt mache, ist mein Favoritenvideo. Und zwar, mein erster Favorit ist erstmal, dass ich erstmal für dieses Jahr alle Arbeiten hinter mir habe. Ich habe gestern vierstündig Deutsch geschrieben, nee, vierstündig Chemie geschrieben und heute sechsstündig Deutsch. Und hier habe ich 20 Seiten geschrieben. Ja, das war ganz schön anstrengend. Vor allem habe ich das ganze Wochenende eigentlich nur gelernt und die ganzen letzten Tage. Und dann stecke ich noch im Weihnachtsstress. Und es ist einfach nur alles stressig gerade. Deswegen freue ich mich jetzt, dass ich dieses Video drehen kann, weil ich jetzt mit euch chillen kann, weil ich jetzt ein bisschen entspannen kann. Und ich hoffe, ihr freut euch auch. Mein erster Favorit ist gerade weg. Wo bist du? Mein erster Favorit ist dieser Lippenstift hier und zwar von Rival de Loop. Ich habe schon sehr lange nichts mehr von Rival de Loop gekauft, aber irgendwie hat mir der Lippenstift sehr gefallen. Es ist einfach so ein richtig schönes, dunkles Rot. Das irgendwie sieht auch nicht billig aus oder so. Eine Freundin, Ramia, falls ihr sie noch kennt, liebe Grüße an dich, die hat mir den empfohlen. Ich hatte den drauf gemacht bei ihr und sie meinte so, also das ist ihr Lieblingslippenstift. Und dann habe ich den drauf gemacht und fand den auch wunderschön und habe mir den dann gleich gekauft. Ich glaube, der kostet 2 Euro, aber momentan ist, glaube ich, bei Rival de Loop 20%. Deswegen kostet er dann nur noch, Mathe, ich glaube 1,60 ungefähr. War das jetzt richtig? Ich hoffe schon. Auf jeden Fall ist das die Nummer 40. Und was ich hier dran so schön finde, dass man den gut schichten kann. Also wenn man den, es gibt ja diese Lippenstifte, da macht man einmal so und schon hat man so eine richtig fette Farbschicht auf den Lippen. Aber hier kann man den schön schichten. Also man kann den auch eher so natürlich tragen oder man kann ihn halt auch richtig intensiv tragen. Und der hält auch super auf den Lippen, deswegen gefällt er mir sehr gut. Mein nächster Favorit ist von Manhattan und zwar ein Concealer. Den habe ich mir, vielleicht habt ihr mal Follow Me Around mit den anderen YouTubern, also mit Sammy, Ishtar, Anna-Maria, wieso mache ich so, gesehen. Und da waren wir in Köln und ich hatte meinen Concealer vergessen und wollte mir einen neuen kaufen. Und da hatte ich mir den hier schnell gegriffen. Und ich glaube, der sieht jetzt sehr dunkel aus, aber der passt perfekt zu meiner Haut. Also wenn man damit Augenringe abdecken will, geht das auch. Manche benutzen ja lieber so eine Nuance heller, aber ich finde, der hier geht auch, weil der, also der passt perfekt zu meiner Haut und ich habe jetzt eh nicht so krasse Augenringe. Auf jeden Fall, was würde ich sagen? Ja, passt der perfekt und der deckt sehr gut und sieht sehr schön natürlich aus. Und hier steht noch Haloxyl. Haloxyl. Das ist irgendein cooler Wirkstoff, von dem ich keine Ahnung habe, aber vielleicht hat es euch ja interessiert oder so. Ich glaube, der kostet, ist auch nicht so teuer, ich glaube 3,90 € und das geht eigentlich noch für einen guten Concealer, finde ich. Mein nächster Favorit ist ein Lip Balm und das ist der Hurrah Lip Balm. Und zwar hat mir eine Seite, die heißt Coco Now, das ist ein Online-Shop, hat mich gefragt, ob sie mir ein paar Sachen zuschicken können. Und da dreht sich halt alles rund um die Kokosnuss sozusagen. Also falls ihr euch, okay, heute, ihr merkt, ich habe gerade ein bisschen gaga. Also falls ihr euch für Ernährung und für Kokosnüsse interessiert, dann findet ihr da alles, was euer Herz begehrt. Also da gibt es wirklich alles. Kokosmehl, Kokosmus, Kokosöl, über Seife, dann Kokosblütenzucker, Kokoswasser, Kokosmilch. Und da hatte ich mir zum einen diesen hier ausgesucht. Das ist ein Hurrah Lemon Lip Balm. Der ist aus Kokos, also da sind wirklich super Inhaltsstoffe drin. Also zum einen ist da drin Mandelöl, dann ist da Kokosöl drin, Jojoba-Samenöl, und Kakaobutter und ganz viele andere tolle Sachen. Also ist 100% natürlich. Was ich an dem so toll finde, ich trage den auf und einmal, na super, der verleiht den Lippen so einen richtig schönen natürlichen Glanz. Also ich finde, wenn man gerade keinen Lippenstift tragen will, aber auch kein Lipgloss, dann kann man den hier einfach drauf machen, über den Lippenstift vielleicht, und dann hat das so einen richtig schönen Glanz. Und das ist auf den Lippen, es fühlt sich einfach so genial an. Es fühlt sich einfach so an wie Butter, die auf euren Lippen zergeht. Pflegt auch schön, also es ist so, ich will den die ganze Zeit drauf machen, aber nicht so nach dem Motto, ich bin süchtig, ich brauche das jetzt, sonst sind meine Lippen total trocken, sondern es fühlt sich einfach so geil an, deswegen will ich den drauf machen. Verlinke euch den Shop auf jeden Fall nochmal in der Infobox, da könnt ihr ein bisschen rumstöbern. Und ja, weiter geht's. Kommen wir jetzt zu meinem Miyakosa-Pick, und zwar sind das Nagellacke, über die ich mich sehr, sehr freue. Und zwar sind die von China Glaze und ich habe mich zusammen mit Miyakosa hingesetzt und habe mir 4 Farben rausgesucht oder 4 Nagellacke, die meiner Meinung nach super jetzt in die Jahreszeit passen oder generell, wenn man mal zu bestimmten Gelegenheiten einen bestimmten Nagellack braucht. Und zwar ist es einmal
Ich habe jetzt hier 3 von den 4 Nagellacken und zwar ist es einmal dieser weiße. Ich habe so lange einfach nur nach einem weißen Nagellack gesucht. Vielleicht habt ihr das so ein bisschen mitbekommen. Aber ich habe einfach keinen guten gefunden und wenn ich da mal einen hatte, ich weiß gar nicht mehr von welcher Marke, aber generell sind die ja auf dem deutschen Markt irgendwie in der Drogerie auch schwer zu finden. Aber wenn ich da mal einen hatte, waren die nicht deckend oder sie ließen sich nicht gut auftragen. Und der hier ist einfach nur perfekt. Ich sage euch, der deckt. Also ihr könnt eine dickere Schicht nehmen, dann ist er komplett deckend. Und es sieht total cool aus. Also es peppt irgendwie jedes Outfit auf, finde ich. Und weißen Nagellack tragen auch nicht so viele. Ich glaube, ja, das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Ariana Grande. Ich glaube, die trägt auch mal so hellen Nagellack. Dann habe ich hier einen dunkelroten, aber der hat noch so einen Pinkstich irgendwie drin. Auf jeden Fall ist der so schön, wenn man irgendwie, ja, so einen Herbst passt für gut. Okay, Herbst ist jetzt schon vorbei, aber generell so diese kühleren Tage und sieht einfach nur schön aus. Der heißt Mary Berry. Der weiße heißt übrigens White on White. Und dann habe ich noch einen, den ich super cool finde. Den trage ich auch gerade. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Das ist einfach nur so ein blauer Nagellack mit total viel Glitzer drin, aber der Glitzer ist jetzt nicht so grobkörnig, sondern es lässt sich so schön auftragen. Die erste Schicht ist dann noch so ein bisschen durchsichtig, aber mit der zweiten Schicht ist es ja komplett deckend. Also das ist ja oft bei Nagellacken so, dass die erste noch so ein bisschen, dass man da noch so ein bisschen durchgucken kann und in der zweiten deckt es dann komplett. Und der hier heißt Skyscraper und ich finde, der Name passt sehr gut. Und den, also da habe ich so gedacht, dass ich den vielleicht zu Weihnachten trage, vielleicht noch mit so einem Glitzer-Topcoat, also mit diesem von Essence oder so, so an die Spitze, das sieht bestimmt richtig schön aus. Und den hier vielleicht zu Silvester, finde ich voll cool. Und falls ihr euch beeilt, könnt ihr das noch als Weihnachtsgeschenk kaufen oder euch zu Weihnachten wünschen oder so. Den ihr bekommt diesen Nagellack für 5,90 Euro anstatt für 12 Euro, glaube ich. Ja, genau. Und falls ihr bar zahlen wollt, dann bekommt ihr auch noch 10% Rabatt bis zum 31. Genau, falls ihr bar zahlt, bekommt ihr noch 10% Rabatt bis zum 31.12., was sehr cool ist. Und ja, das war mein Miyakoda-Pick. Musiktechnisch habe ich total gerne Justin Bieber gehört. Da kann ich euch jetzt gar keinen bestimmten Song nennen, weil ich alle Songs gerne gehört habe. Sonst habe ich gar nicht so oft Justin Bieber gehört, immer ab und zu mal. Aber ich habe mir jetzt endlich Spotify gemacht, weil alle Menschen auf dieser Erde haben Spotify, außer ich. Und ich hatte es mir jetzt endlich vor ein paar Wochen gemacht. Und da habe ich eigentlich, ja, ist mir auch gefallen, dass ich zu 80% Justin Bieber Lieder drauf habe in meiner Liste. Aber ja, die auf jeden Fall. Und ansonsten voll gern von den Black Eyed Peas Meet Me Halfway und Where Is The Love. Und ja, das waren meine Songfavoriten, Musikfavoriten für diesen Monat. App-technisch mag ich WeHarder total gerne, aber nicht nur diesen Monat, sondern ich habe die schon über ein Jahr, die App, glaube ich. Und die ganzen letzten Monate habe ich sie total häufig benutzt und das ist, glaube ich, so ähnlich wie Tumblr. Ich habe Tumblr auch, aber das, was ich jetzt... Ich finde das hier irgendwie viel übersichtlicher, also WeHarder. Es kann sein, dass ich mich nicht so gut mit Tumblr auskenne, aber ja, mir gefällt die hier auf jeden Fall viel besser. Falls ihr die noch nicht kennt, holt euch die unbedingt. Da gibt es total coole Inspirationen, also ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Also falls ihr auf mein Profil geht, ich heiße da übrigens auch The Miss Mania, wenn ihr wollt, könnt ihr mir folgen, müsst ihr aber nicht. Dann seht ihr auch sehr viele Zitate und so. Und ich finde, so viel passt einfach so perfekt irgendwie gerade auf die Situation oder generell, wie manche Dinge einfach sind. Und ja, aber es gibt halt nicht nur Zitate, sondern auch ganz andere Bilder, Fashion, Lifestyle, Food. Und ja, also man findet eigentlich alles auf WeHarder und ich liebe diese App einfach. Ansonsten habe ich total gerne Quizduell gespielt. Quizduell ist einfach so eine App, da kann man, ich kann euch das jetzt nicht zeigen, weil hier meine ganzen Freunde sind, aber da kann man gegen Freunde antreten sozusagen und dann quizzen und ich kann gerade nicht klar denken. Ja, da gibt es halt immer verschiedene Kategorien, einer ist dran, sucht sich eine Kategorie aus, zum Beispiel Glaube und Religion, da gibt es halt immer 3 Fragen und dann ist der nächste dran, man wartet, bis der gespielt hat, dann ist wieder dran mit der Kategorie, die sich der Partner ausgesucht hat und es geht halt immer so weiter, bis dann halt irgendwer gewonnen hat und dann kann man halt wieder nochmal spielen und es macht einfach total Spaß. Solltet ihr euch auf jeden Fall holen und mit euren Freunden spielen, weil das ist ein sehr guter Zeitvertreib. So, kommen wir jetzt zu Essen. Ihr wisst ja, eine sehr beliebte Kategorie bei mir. Und zwar habe ich total gerne diese Kinderkekse gegessen. Ich liebe Babykekse ja generell, die schmecken richtig gut.
Aber vor allem jetzt diese hier, die sind nämlich mit Bio-Vollkorngetreide und ohne Zuckerzusatz. Und die schmecken mir besonders gut, weil ich kann euch mal die Inhaltsstoffe vorlesen. Das Weizenmehl, Weizenvollkornmehl, Apfelsaftkonzentrat, pflanzliche Öle, Apfelextrakt, Backtriebmittel und noch so ein anderer Quatsch drin. Aber die Inhaltsstoffe sind eigentlich relativ gesund, sollte man jetzt trotzdem nicht so viel davon essen. Aber die schmecken einfach so gut. Das sind jetzt keine besonderen Kekse irgendwie, aber die erinnern mich vorher an meine Kindheit. Weil ich glaube, ich hatte so ähnliche Kekse, die so ähnlich geschmeckt haben. So ähnliche Kekse, die so ähnlich geschmeckt haben. Wow, Shanti. Und sind sehr lecker. Und machen auch satt. Die könnt ihr übrigens bei Rossmann kaufen, falls es euch interessiert. Und hier steht, dass die für Kinder von 1 bis 3 Jahren sind. Aber ich esse sie trotzdem. Und falls ihr in einem Rossmann seid, wo die ausverkauft sind, dann wisst ihr, wer da war. Yo. Und dann muss ich euch noch unbedingt etwas zeigen, was ich schon seitdem ich denken kann esse. Und zwar ist das Honigkuchen. Aber nicht irgendein Honigkuchen, sondern genau dieser Honigkuchen. Und zwar ist das der Whole Rye Honey Cake. Ich weiß nicht, wie man das hier ausspricht, aber hier steht, glaube ich, Rye. Auf jeden Fall ist es mit Vollkornmehl gemacht, das Honigbrot. Und schmeckt so gut. Ich weiß gar nicht, ob Honigbrot so bekannt ist, weil ich dachte, ich dachte eigentlich, das ist relativ bekannt, aber immer wenn ich das mit habe in der Schule, fragen mich Leute, was das ist und sagen mal, oh wow, es ist lecker und so. Und ja, ich esse das seit meiner Kindheit und es schmeckt, es ist einfach nur so lecker, das ist so, was ist da alles drin? Zuckersirup, Roggenmehl, Honig, Roggenkleie, Palmöl, Zimt, Nelken, Muskatnuss. Und dann noch Backtriebmittel, also ihr könnt schon an den Zutaten ja, erkennen, dass es super weihnachtlich schmeckt, einfach total, ich weiß nicht, es ist einfach nur total lecker. Und macht auch sehr satt und ich sag euch, mit Butter schmeckt das richtig gut. Also Butter, dann noch eine Scheibe drauf und dann so essen, das ist einfach das Beste, was es gibt und ich habe keine Worte dafür. Müsst ihr auf jeden Fall mal ausprobieren und ich hatte auch schon anderen Honigkuchen probiert, aber das ist einfach der Beste. Also der ist von der Marke Direkt. Bekommt ihr im Bioladen. So, und mein letzter Favorit ist mein Parfum von Dolce & Gabbana, The One. Ich trage das ja schon richtig lange und habe mir das jetzt neu gekauft, weil mein altes leer war und das hier... Ist jetzt auch schon gut benutzt. Das riecht einfach nur gut. Falls ihr das noch nicht kennt, dann müsst ihr unbedingt mal daran riechen. Und ja, ich mag das sehr gerne. Und das waren schon meine Favoriten. Das waren gar nicht so viele, aber es gibt natürlich noch eine kleine Verlosung. Momento. So, zum einen habe ich natürlich auch bei Coco Now was für euch mitgeholt. Und zwar einmal ein Hurrah Lip Balm in der Sorte Grapefruit. Da bin ich auch sehr gespannt. Also, falls du den gewinnst, dann sag mir auf jeden Fall, wie du den findest. Dann bekommst du noch ein Raw Fudge with Vanilla. Das ist einfach so ein roher Riegel sozusagen. Und natürlich die Kinderapfelkekse, wie könnte es anders sein? Ich will, dass du die ausprobierst und wir, sie schmecken dir nicht. Und dann bekommst du noch einen Rivaldo Loop Lippenstift. Natürlich den gleichen, den ich auch habe, logisch, in der Nummer 40. Und ich hoffe, ihr freut euch über die Sachen. Falls ihr die Sachen gewinnen wollt, dann schau mal in die Infobox. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, das Video war nicht zu chaotisch. Und ja, bis dann. Tschüss. Let's get started. Kommen jetzt zu meinem Miyakosa-Pick dieser Woche. Nein, dieses Monats. So, kommen jetzt zu meinem Miyakosa-Pick. Und zwar sind das Nagellacke von China Glaze. Und ich zeige einen. Ja, den könnt ihr nur kaufen. Nein. Nee?